Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es mal nicht um ein Messer, sondern um eine Armbanduhr. Ich habe mir eine Casio gekauft und zwar nicht die F91, die eigentlich fast jeder kennen müsste, sondern es handelt sich um das Modell W591VQES. Ja, meine alte Armbanduhr hat den Geist aufgegeben, beziehungsweise da ist mir das Glas gerissen und da wurde es Zeit, eine neue sich zu beschaffen. Und dann hatte ich mich mal umgeguckt, ja, und dann bin ich irgendwo auf Casio stehen geblieben. Dann hatte ich mir sie bestellt über Amazon und ja, ich habe die mir eigentlich gekauft, kann man sagen, aus nostalgischen Gründen her. Ich denke, die wird hier wohl jeder kennen. Und zwar handelt sich hier das halt um das Modell, hatte ich eben gerade schon gesagt, Entschuldigung, W591. Wie gesagt, es gibt auch noch die F-Serie. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, diese hier ist wasserdicht bis 50 Meter und die andere, die F91, da steht halt nur water resistant drauf. Und ich hatte mir ein paar Rezensionen aus Amazon durchgelesen und ja, water resistance, ja, im Prinzip nur Spritzwasser geschützt. Also ich hatte gelesen, dass da einige mit der Uhr baden waren oder auch duschen und ja, da ist das Glas beschlagen. Naja, und da ich auch beruflich da mit mehrmals am Tag die Hände waschen muss und habe ich mir gedacht, okay, wenn die Uhr dann beschlägt, ja, ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Naja, dann bin ich hier zu diesem Modell gekommen. Ja, und da ist das gute Stück. Ist nichts Berauschendes, die kriegt man 40, ich glaube, ich habe jetzt 9 Euro noch was über Amazon mir zugelegt. Und gleich kommen wir auch schon zur ersten Funktion, das ist der Zufall. In 40 Sekunden wird die Uhr, glaube ich, 2 oder 3 Mal piepen. Wenn ich das mal hier ranzoome. Ja, der Wecker ist gestellt, wie man sehen kann. Und neben der Glocke sind so ein paar Strichchen, wenn man sie sehen kann. Und das heißt, dass sie jede Stunde einmal ein Signalfeedback rumgibt, von wegen eine neue Stunde ist dann angebrochen. Kann man ein- und ausschalten. Ich habe es jetzt angelassen. Es ist gleich soweit. Ich sage mal jetzt nichts kurz, damit man das auch mal hört. Ich hoffe, das ist jetzt kein Vorführeffekt. Kleinen Moment. 2 Sekunden noch. Ja, da hat sie ihr Signal gegeben. 17 Uhr. Einmal Feedback. Neue Stunde ist angefangen. Ja, da sind wir auch schon. Ich halte die mal ein bisschen dichter ran. Ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Ja, 24 Stunden oder 12 Stunden kann man einstellen. Aber ich habe sie jetzt auf 24 Stunden Modus. Und 12 Stunden ist dann halt aus Amerika das AM und PM. Ne? Also at morning oder past. Mittag sage ich immer. Ne? So merke ich mir das. Ja, wie man sehen kann, wir haben hier eine Weckfunktion. Eine stündliche Erinnerung, dass eine neue Stunde da ist. Tagesanzeige, Samstag, jetzt für SA. Und 17 ist ja für den Tag, ne? 17. März jetzt. Für Monat und Jahreszahl hat das Display wohl nicht mehr gereicht. Ja, dann kommen wir mal zu den Funktionen hier. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ich versuche jetzt mal das Licht einzuschalten. Ja, ich denke, man kann es sehen hier an der Seite. Wie gesagt, das ist eine 10-12 Euro Uhr von Casio. Da kann man nicht allzu viel verlangen. Ansonsten, na, ich glaube, ich hole die mal raus, dann sehen wir das ein bisschen besser. Kleinen Moment mal. So, wie gesagt, einmal die Lichtfunktion, das hatten wir ja jetzt. Licht ist auch nur von einer Seite. Man kann das sehen, dass die LED verbaut. Auf der anderen Seite nicht. Aber ich denke, im Dunkeln ist es völlig ausreichend. Wir können das ja mal kurz dunkel machen hier. Ja,
Ich denke, das ist völlig ausreichend im Dunkeln. Ja, dann gehen wir mal die Funktion durch. Wir haben, ja, bin ich jetzt im Bild? So, jetzt kann man es wieder ganz gut sehen. 17 Uhr, Wecker ist gestellt. Hier haben wir die Alarmzeit. Jetzt habe ich einfach nur heute mal, die ist heute Vormittag gekommen. Die Uhr hatte ich um 11.45 Uhr mal gestellt, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja, funktioniert auch. Also Alarm ist jetzt 11.45 Uhr eingestellt. Also wir haben eine Alarmfunktion. Dann piept sie halt. Ne? Und wir haben hier eine Stoppuhr. Genau, jetzt läuft sie los. Ich weiß gar nicht, ob man sie zwischenstoppen kann. Nee, kann man nicht. Alarm, Stoppuhr, ja, dann läuft sie sogar. Ich glaube, läuft sie weiter. Ich weiß es gar nicht. Können wir mal live ausprobieren. Wir sind jetzt bei 17 Sekunden. Oder 18. Ja, läuft weiter. Krass, das wusste ich auch nicht. Alles klar, wieder was dazugelernt. Also wenn die Stoppuhr läuft, kann man trotzdem noch die normale Uhrzeit weiterhin ablesen. Und zurück im Menü gehen. Ja, das ist eine sehr gute Funktion, wie ich persönlich finde. Naja, dann stoppen wir die Uhr mal. Und ja, oben ist wieder Reset, sind wir wieder auf 0 zurück. Und das war schon im Großen und Ganzen. Ich glaube, da sind wir durch. Genau. Datum, Tag, Tagesanzeige, welchen Tag, der 17. im Monat. Ja, welchen Monat wird nicht angezeigt, welches Jahr auch nicht. Alarmbereitschaft, Stoppuhr. Ja, und jetzt können wir sogar schon die Uhrzeit wieder einstellen. Ach so, wir können hier noch ein kleines, es fällt mir auch gerade ein, ob die Casio echt ist, ob man auch wirklich eine echte Casio hat, weil selbst diese Uhren, ob ihr es mir glaubt oder nicht, selbst diese Uhren werden geklont in China und es werden Fake-Casio-Uhren für 10 Euro verkauft. Ja, warum man sowas macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier, wenn man das 3 Sekunden, den rechten Pönöppel hier anzeigt. Jetzt geht er auf PM zurück. Da zeigt er jetzt Casio an. Da wird jetzt sozusagen die, die Echtheit dieser Uhr überprüft. Ob man sowas faken kann, weiß ich nicht. Aber, ja, wie gesagt, jetzt haben wir PM-Uhrzeit, 24 Stunden. Und wenn man alle drückt, dann sollten gleich jedes Symbol im Display aufblinken oder zumindest erscheinen. Ja, da haben wir es. Und daran soll man angeblich auch erkennen, ob es denn eine echte ist oder nicht. Na? Ja. Ja, Leute, ansonsten, wir haben hier, ich weiß gar nicht, was für ein Material das ist, dieses Armband. Das scheint irgendwie so ein Kautschuk zu sein. Ja, wie gesagt, 50 Meter wasserdicht. Ob sie jetzt wirklich 50 Meter wasserdicht ist, wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall war ich mit dieser Uhr heute Mittag schon duschen gewesen. Und ja, wie man sieht, kein Wasser in der Uhr drin. Keine Feuchtigkeit gezogen. Von daher geht das in Ordnung. Ansonsten, ja, ist nicht mehr weiterhin viel zu sagen hier. An der Schließe steht noch Casio hinten dran. Und ich kann noch mal ich mache die Uhr einmal auf. Wenn ich sie jetzt hinkriege vor der Kamera. So, und hinten steht Casio. Siehst du, da seht ihr sogar noch die Wasserflecken drauf. Also, Casio made in China. Ja, Stainless Steel, ganz einfache, simple Uhr, sehr flach, trägt nicht auf, wie ihr es seht. Ich habe sie mir eigentlich aus nostalgischen Gründen gekauft. Ich kannte sie damals aus den 80ern, beziehungsweise Ende der 80er, Anfang der 90er. Da hatte ich sie als kleines Kind schon mal gehabt, ob das jetzt dieses Modell war oder die F91, kann ich gar nicht genau sagen. Ja, naja, sie tut, was sie soll, ihre Zeit anzeigen. Und ansonsten werde ich mal gucken, wie lange die Batterie hält. Ich glaube, angegeben war sie mit 10 Jahren. Entschuldigung, da war ein Haar.
angegeben war die Uhr-Batterie, die Lithium-Batterie, hier steht auch drauf, 10 Jahre. Und schauen wir mal. Ich kann ja mal einen Zwischenstand reinschmeißen, wenn sie dann tatsächlich mal den Geist aufgegeben hat, dass da eine neue Batterie rein muss. Ansonsten, ja, macht einen soliden Eindruck. Man kennt sie jahrelang auf dem Markt. Gut, Leute, das war meine kleine Vorstellung hier von der Casio. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und dann eventuell bis zum nächsten Mal. Alles klar, Leute, schönes Wochenende noch. Ciao.